Ah, ne, erstmal einfach nur Liliensamen. Lemon Tree Sapling, brauchen wir eine Zitrone dafür. Pumpkin Seeds. Seed Corn. Seed Potato. Ja. Aber erstmal brauchen wir neue Torches. Wicker Table. Achso, das ist das Ding. Ich hätte gerne Torch. Achso, da muss ich weiter nach oben. Torches. Torch, Torch. Und schon habe ich kein Resin mehr. Den können wir aber ganz leicht hier herstellen. Pitch. Wieder 5 Stück. So. Und ich denke, jetzt halten wir mal einen Nap. Und schwupps ist es Tag geworden. Gut, dann würde ich mal sagen, suchen wir es Karottensamen. Beziehungsweise Karotten. Halten uns vor dem Skorpion da fern. Auch wenn der nur Stufe 1 ist. Oder wir nehmen erst einmal den Meister oben. Und züchten dann hier ein bisschen Mais. Vielleicht finden wir unterwegs dann noch Karotten. Ja, hier ist Korn und Weizen. Ah, falsche Wache. Falsches Werkzeug. Mit der Hoe geht das schneller. So, genau. Hier müssen wir irgendwo durchkommen. So, und den Weizen abbauen. Ja, genau. Tagsüber sollten wir uns hier umgucken. Genau, da sind nämlich Karotten. In der Nähe von einem Hasen. Rabbit. Genau, sogar der Hase ist aggressiv. Aber wir haben ein bisschen was von ihm abzwacken können. Und sogar ganz gute Erfahrungspunkte gekriegt. So. Was haben wir denn Schönes? Wir haben Patch of Fur. War Rabbit Meat. Das können wir im Steinofen craften. Genauso wie das Weed. Jawohl. So, zurück zu unserem Camp. Das liegt hier, ganz nah an einem Goblin-Zelt, was wir immer noch nicht so wirklich bekommt. So, wir können auch mal aus dem Aggressivmodus, das ist das Knöpfchen hier unten, können wir zwischen Kampf und Crafting wechseln. So, also erst einmal machen wir Karottensamen. So, zwar aus allen Karotten. Und dann brauchen wir Weizensamen. Können wir einfach mal hier das Weizen reintun. Gibt es gar keine Samen? Weizensamen? Nö. Dann gucken wir mal in den Cooker. Was können wir mit dem Hasenfleisch machen? Gar nichts. Crafted with Stone Oven. Das ist ein Stone Oven. Und ja, wir kriegen schon Äpfel von unseren drei kleinen Apfelbäumen hier. Sehr schön. Das ist doch der Stone Oven. Warum können wir nichts mit dem Zeug anfangen? Okay. Weizen, Äpfel, nö. Dann heißt es jetzt Ground. Ach komm, gib die Karottensamen wieder her. Can only be planted in tiled dirt. Achso, wir müssen erst einmal aus der Grasfläche hier eine Dirtfläche machen. So. Komm, sammel das Dirt ein. Dann können wir hier theoretisch dann drauf. Nein, das wird einfach nur wieder. Können wir mit der Stone Hoe? Ah ja, wir müssen erstmal mit der Stone Hoe das Dirt zu. Ups, jetzt haben wir keine Hoe mehr. Tools Weapons.
Willst du mich veralbern? Tools Weapons. Warum kann ich jetzt auf einmal nichts mehr craften? Wicker Table Tools Weapons, hä? Da ist doch die Stone Hoe. Gut. Also ja, das Spiel scheint noch ziemlich buggy zu sein teilweise. So, das Holz da wegschaffen. Beziehungsweise ich kenne mich noch nicht richtig gut damit aus. So. Okay, und Grasfläche ist leichter zu craften als Dirtfläche. So. Deswegen baue ich jetzt erst einmal ein etwas größeres Feld. So. Ground-Modus aus. Und jetzt müsste ich hier die Karottensamen genau platzieren können. Und den Weizen daneben. Etwas näher rangehen. So, so. Sehr schön. Der Weizen wächst sogar richtig schnell. Gut, was kann ich aus Korn alles herstellen eigentlich? Gar nichts. Popcorn kann ich doch herstellen. Pasta, Bread, Cheese, Cooked Meat, Raw Meat, Bit of Raw Meat, Roasted Corn, Cooked Egg, Used in Crafting Recipe, Crafted with Stone Ovens, Bit of Raw Meat, Cooked Egg, Cooked Cheese, Cooked Pasta, Cheese, Flour, Butter, Chocolate Cake. Wahrscheinlich können wir hier noch gar nichts. Steak Meal. Ja, da brauchen wir Cookdings. Cheese Fries. Sandwich. Pasta. Tomatensauce. Omelette, Cookies, Mushrooms, Pizza. Ja, Mushrooms haben wir schon mal für die Pizza. Steak Meal. Bit of Warm Meat. Was fängt man mit dem Bit of Warm Meat an? Weil wenn ich das da rein tue, kommt gar keine... Kebab. Ah ja, Kebab kann ich daraus machen. Gut zu wissen. Jetzt funktioniert das ganze Ding doch mal ein bisschen. So, Weizen wächst. Apfelbäume wachsen. Dann kann ich mich mal wieder in die Mine zurückziehen. Wenn hier alles am Arbeiten ist. So, einmal die Mine runter, bitte. So. Da müssen wir da erst hinlaufen, wieder. Unterwegs auf jeden Fall noch Sand und Clay einsammeln. So, und weiter die Mine runter. Attack without moving if you die. So, dann zum nächsten Runtergang. Wird auch immer hübsch angezeigt, welches Tool wir am besten benutzen sollten. So, nächster Runtergang. Und ich habe das Gefühl, wir sind hier immer noch zu weit an der Oberfläche. So, ich wechsle mal wieder auf die Schaufel, um hier ein bisschen Sand und Clay abzubauen.
So, Clay, Sand. Okay, ich kann auch mit der bloßen Hand draufhauen. Das bringt allerdings nicht so viel. Tools and Weapons. Steinschaufel. Danke. So. Oh, hier ist viel Sand. Aber immer noch kein Kupfer. So, stellen wir hier meine Torch auf. Gut. Und finden immer noch nichts. Das heißt, ich buddel mal noch ein Stück in die Richtung und mache dann dort eine neue Leiter. Beziehungsweise eine neue Treppe nach unten. Genau an dieser Stelle hier verbreite ich das Ganze mal. Und wir haben wieder keine Steinpicke. So, ich kann das Crafting-Menü am besten gleich offen lassen. So, weg mit dir. Weg mit euch. Kupfer. Ich sehe Kupfer. Endlich mal Kupfer. Ah, riesiges Kupferfeld. Okay, das wird jetzt alles abgebaut. Am besten noch eine Fackel aufstellen. Wow. Jackpot. Würde ich mal sagen. Wir haben Kupferohr und zwar jede Menge. Und brauchen wieder eine Picke. Tools and Weapons. Pick. So. Gut, holen wir uns das Kupfererz hier. Und dann können wir uns wieder auf den Weg nach oben machen. Ja, ich würde sagen, das hat sich regelrecht gelohnt. So, das da noch weg. Und damit haben wir die Kupferader abgebaut. Ja gut, das ist jetzt Glückssache, teilweise dann auf solche Adern zu stoßen. So. Wir können sogar hier hinten ausleuchten, wo wir noch gar keinen Durchbruch haben. So. Oh, Essen. Essen wir mal die Äpfel. Und die paar Pilze, die wir haben. So. Gut, dann würde ich sagen, haben wir endlich mal eine Basis, um an was Gutes zu kommen. Und weiter hochgehen. So. Da können wir uns eine Woodbench bauen und einen Dings hier, eine Lederbench. Dann können wir uns endlich mal Rüstung und so weiter craften. Können ein paar Hasen und Schafe jagen. Natürlich können wir nachher später auch Ranching betreiben, also Schafe züchten und so weiter. Kühe jagen und alles und diese Leers zerstören vor allem, die so nah an unserem Lager sind und unserem aktuellen. Ja, und hier ist noch nicht viel gewachsen. Wahrscheinlich müssen wir in der Nähe bleiben.
Oder irgendein Vieh ist gekommen und hat uns alles weggenommen. So, jetzt aber Schmelze. Kupfer. Wir haben viel Kupfer, also gib uns ein Level up und Kupferbarren. Okay, wir haben ein Level up, das heißt, wir haben einen Skill Point. Den könnten wir in Überlebenszeug packen, wie zum Beispiel mehr Hitpoints in Hunter Skills.